Der konstante Aufstieg der SVS Fußball in der Regionalliga wird seit 2 Spielen gestoppt. Nichts war's mit einem Sieg gegen SV Donaufeld. Sehen Sie hier den Spielbericht. Nach der 0:1 Niederlage in der Vorwoche in Ritzing wollen die Schwächerter vor eigenem Publikum gegen den SV Donaufeld wieder voll punkten, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren und sich gleichzeitig im Mittelfeld der Tabelle zu etablieren. Von Beginn an sehen die rund 200 Zuschauer im Rudolf-Tonn-Stadion eine ausgeglichene Partie mit einigen Möglichkeiten auf beiden Seiten. In der 11. Minute bleibt den Schwächerter Fans der Jubel zum vermeintlichen Führungstreffer im Halse stecken, denn das Schiedsrichtergespann hat bereits auf Abseits entschieden. In der 20. Minute kommen dann die Gäste vom SV Donaufeld das erste Mal gefährlich vor das Tor von Manuel Jakschitz, doch der Ball geht knapp neben das Tor. Nach einer guten halben Stunde eine tolle Aktion der Braustädter nach einem Einwurf. Gutes Kombinationsspiel auf engstem Raum, gefährliche Flanke, nur der Kopfball ist zu ungenau. Kurz darauf ein Rückschlag für die Heimischen, als sich Tomislav Kovacic verletzt. Für ihn kommt später Andrej Skoric ins Spiel. In Minute 37 dann Freistoß für die Gäste. Der Ball senkt sich gefährlich in den Strafraum. Der Wolleschuss fällt aber zu harmlos aus. Kurz vor dem Ende der ersten Spielhälfte dann erneut die Gäste im Vormarsch. Der Angriff wird über die rechte Seite vorgetragen. Guter Pass in den Lauf von Sulc und dessen Schuss streift über die Querlatte. Die letzte Aktion vor der Pause haben aber die Schwächerter. Nach einer Ecke von der rechten Seite gibt es ein wildes Getümmel im Strafraum. Der Ball wird wieder abgeblockt und landet schließlich im Seitenaus. Nach einem langen Einwurf gibt es aber gleich wieder Aufregung im Strafraum der Donaufelder. Der Schuss kann aber zur Ecke abgewehrt werden. Der folgende Corner bringt nichts mehr ein und so geht es mit einem 0:0 in die Kabinen. Nur Minuten nach dem Seitenwechsel Angriff der Gäste durch die Mitte. Holzgetan bekommt den Ball mit dem Rücken zum Tor. Er schießt gleich aus der Drehung und der Ball geht genau neben der Stange ins Tor. Damit steht es 0:1 aus Sicht der SV Schwächerts. Die Braustädter brauchen bis zur 65. Minute, um sich von diesem Schock zu erholen. Dann taucht Skoric vor dem gegnerischen Schlussmann auf, bringt den Ball aber nicht am Konkurrenten vorbei. In Minute 72 wuchtiger Freistoß der Gäste und Schwächert-Goli Jakschitz hält seine Mannen mit einer tollen Parade im Spiel. Nur Minuten später greifen die Gäste über die linke Seite an. Der Ball kommt in den Strafraum. Plötzlich fällt ein Donaufelder und der Schiedsrichter pfeift Elfmeter. Der Übeltäter Marco Weidinger kann es nicht fassen. Eine harte Entscheidung des Unparteiischen. Den folgenden Strafstoß verwertet Sandic zum 0:2. Ja! In der 83. Minute kommt es dann noch dicker für die Schwächerter. Zuerst klärt Jakschitz weit vor seinem Tor, dann erobert Manuel Freundorfer den Ball, aber nur um einen folgenschweren Fehler zu begehen. Diese Attacke bedeutet erneut Strafstoß für die Gäste und Rot für den Schwächerter Verteidiger wegen Torraub. Den fälligen Elfmeter verwertet wieder Sandic und steht damit den Endstand von 0:3 her. Die SV Schwächert liegt wegen 2 Niederlagen in Folge trotz tollem Saisonstart nun auf dem 10. Platz in der Tabelle der Regionalliga Ost.
Nächstes Heimspiel findet am 26. September um 19:30 Uhr statt.